Zutaten für 4 Personen, 500 Gramm weißer und grüner Spargel, gemischt 1/81 Wasser, 150 Gramm Tofu 1 Essel, frisch geriebener Emmentaler Käse 1 Essel, geriebenes Knäckebrot 4 Essel, frisch gehackte, gemischte Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Kerbel und Buretsch, ersatzweise 1/2 Päckchen, tiefgefrorene gemischte Kräuter 1 Ei 2 Eigelbe Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer 1 und Schnittlauch 1 Essel. Sahne, den grünen Spargel nur von eventuell holzigen Stellen befreien, ebenfalls waschen und abtropfen lassen. Alle Spargelabfälle waschen, mit dem Wasser zum Kochen bringen und zugedeckt bei schwacher Hitze 15 Minuten kochen lassen. Die Spargelbrühe durch ein feines Sieb gießen, die Abfälle mit einem Holzlöffel ausdrücken und wegwerfen. Während die Brühe kocht, die Spargelstangen in etwa 2 cm lange Stücke schneiden. Den Tofu im Blitzhacker pürieren. Den Käse, das Knäckebrot, die Kräuter, das Ei und ein Eigelb, darunter mischen. Alles zu einer glatten Masse verkneten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die gesiebte Spargelbrühe zum Kochen bringen. Aus der Tofumasse Klößchen formen und in die leise kochende Brühe geben. Nur die weißen Spargelstangen hinzufügen. Alles einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 5 Minuten garen. Alle Spargelköpfe und den grünen Spargel in die Suppe geben, erneut aufkochen und weitere 5 Minuten garen, bis der Spargel bissfest ist. Inzwischen den Schnittlauchwaschen trocken tupfen und in feine Röhrchen schneiden. Das restliche Eigelb mit der Sahne und etwas Brühe verquirlen und in die heiße, aber nicht mehr kochende Suppe rühren. Die Suppe auf Teller verteilen und mit dem Schnittlauch bestreut servieren. Mein Tipp, es ist sehr wichtig, dass Sie den Tofu fein zerkleinern, sonst halten die Klößchen beim Garen nicht zusammen. Wenn Sie keinen Blitzhacker oder Mixer zum Pürieren haben, zerdrücken Sie den Tofu mit einer Gabel ganz fein. Die fertig gemischte Klößchenmasse formen Sie dann nicht mit Teelöffeln, sondern mit den Händen, damit der Tofu noch einmal gründlich durchgeknetet wird, jeweils die Menge für ein walnussgroßes Klößchen abnehmen und mit den Fingerspitzen einige Male verkneten, bis die noch vorhandenen Tofu-Stückchen weiter zerkleinert sind und die Masse gut bindet. Dann erst das Klößchen rollen. Für die Spargeleinlage der Suppe können Sie sehr gut Bruchspargel verwenden, Klammer auf, meist wird er unter der Bezeichnung Spargelköpfe verkauft, Klammer zu, er ist preiswerter und schmeckt genauso gut.